Herzlich willkommen bei Sam, Soul and Mind. Herzlich willkommen an der Taja. Herzlich willkommen, Roman. Hallo Sam, wunderschön an diesem magischen Ort wieder. Ja. Und heute wird es spannend. Wir wollen experimentieren. Und zwar habe ich Roman gefragt, ob er nicht auch ein paar Körperübungen mal hätte, die mir helfen und natürlich den Zuschauern, um ja, sich selber besser wahrzunehmen und, wie du es immer so schön sagst, bei sich anzukommen in seinem multidimensionalen Wesen. Absolut richtig, genau. So. Und wir werden keine aktiv sportlichen Übungen machen, sodass jeder, der auch sich nicht so sportlich fühlt, locker mitmachen kann. Sehr gut. Ja, im Grunde geht es mir oder uns ja darum, dieses wirklich sich bei sich ankommen Gefühl zu erzeugen. Und ich glaube, du hast noch ein paar weitere Schritte dann auch, wenn wir erstmal etwas runterfahren, ja? Genau. Okay, also für alle, die Lust haben mitzumachen, ist es wirklich nur ein Experiment. Wer sagt, was machen die jetzt da für einen Quatsch, der schalte bitte gleich weg. Ansonsten einfach den Spaß haben, mal schauen, was wir hier so kreieren miteinander. Wir wissen es im Grunde selber noch nicht. Genau. Also, los geht's. Also wir fangen erstmal an. Wichtig ist ja heutzutage, dass wir alle wieder unsere Energie finden und unser Bewusstsein für uns selbst wahrnehmen. Und jeder redet ja, dass man wirklich bei sich ankommen soll, sich erden soll, wirklich tief in seiner Mitte kommt. Mhm. Und damit fangen wir an, dass wir mal erstmal bewusst werden, erden tun wir, können wir ja gar nicht uns mit der Erde verbinden, aber wir können natürlich bewusst werden, wieder mit uns in unsere Einheit, in unsere Autarkheit an jedem Ort kommen. Und das können wir hier in der Natur mega gut, weil ja sehr viel Informationen hier und Schwingungen und Frequenzen da sind und wir dadurch ganz leicht dort reinkommen. Das heißt, die erste Übung ist, wir nehmen erstmal wahr, was wir hören, sehen, schmecken, riechen und konzentrieren uns erstmal alles auf, was da ist. Wäre dann für unsere Zuschauer, die jetzt zu Hause vorm Bildschirm sind, also die können sich jetzt ihren Laptop, ihr Handy oder Endgerät aufstellen und trotzdem, dass sie nicht in der Natur sind, können sie natürlich diese Übung mitmachen. Definitiv. Es geht um die pure Wahrnehmung dessen, was ist, wenn man einfach sich jetzt erstmal hinstellt. Genau, und das kann man kann es auch im Sitzen machen, für die, die es nicht so gut können im Stehen. Aber es ist egal, an welchem Ort, einfach nur die Wahrnehmung haben, was sie jetzt alles wahrnehmen für sich. Und da ist es ganz einfach, man kann entweder die Hände für sich nehmen, öffnen oder, wenn man möchte, auch hängen lassen, weil es geht ja erstmal nur um die Wahrnehmung außen und erstmal einfach mal kurz spüren, was wir hören. Ob wir vielleicht, wenn wir in der Wohnung sind, den Ventilator vom Computer hören oder was auch immer alles. Und in der Natur, wenn sich jemand rausstellen möchte und das mitmachen möchte, einfach wahrnehmen, was da ist. Können wir das natürlich auf dem Film nicht so lange ziehen, sondern wir deuten an. Genau. Ja. Die Übung kann ja dann der Zuschauer für sich einfach ausdehnen. Richtig. Auch erstmal vielleicht auf Stopp drücken und dann weitermachen. Genau. Also ich höre hier, das sei schon mal erzählt, viele Vögel, im Hintergrund irgendwo in der Ferne Menschen. Oh, da sind irgendwie die Hühner zugange. Also, ich kann schon eine Menge wahrnehmen. Jetzt hast du gesagt, Erden ist nicht. Jetzt stehen wir hier aber beide barfuß und das auch bewusst. Genau. Was bedeutet dann für mich dieser Kontakt doch, dieses Angenehme auch, ich laufe sehr gerne barfuß, eben mit dem Gras, mit der Erde. Also was das Schöne daran ist, warum wir auch barfuß stehen, ist, dass wir wahrhaftig uns selbst wahrnehmen, weil alles, was wir spüren, wenn wir barfuß sind, ist unsere eigene physische Realität, unser Ankommen in uns selbst. Das heißt, alles, was wir jetzt wahrnehmen, hier physisch stehend, sind wir selbst. Und wir kommen immer mehr durch die Außengeräusche klar in die Autarkheit und spüren, dass wir jetzt da sind. Das heißt, umso mehr wir uns einlassen, wenn wir merken, können wir jetzt den Fokus wahrnehmen, wie wir uns fühlen. Und dadurch, dass wir das wahrnehmen und das vielleicht auch die Füße spüren oder beim Sitzen den Po, dann spüren wir auch, dass wir wirklich bei uns sind. Mhm. Gehst du auch so weit, dass du dann in den Atem gehst, zur Atemübung? Den kann man dazu nehmen, braucht man aber nicht. Wenn man ihn dazu nehmen möchte, dann würde ich sagen, dass man mehr ausatmet als einatmet. Einfach vielleicht zweimal einatmen und sechsmal ausatmen, aber man braucht es nicht direkt. Okay, wenn wir das jetzt gemacht haben und haben eine Außenwahrnehmung,
haben die Wahrnehmung über unsere Füße, dann möglicherweise den Po beim Sitzen oder den ganzen Rücken vom Liegen. Was dann? Wie geht's dann weiter? Dann ist so, dann bin ich ja in meinem Zentrum und spüre, dass ich ja bei mir angekommen bin. Mhm. Und dann kann ich anfangen, wirklich mit mir zu arbeiten. Ich kann nach vorne die Energie wahrnehmen, um mich rum wahrnehmen. Das ist alles mein Energiefeld von mir selbst persönlich. Und kann spüren, alles, was ich jetzt wahrnehme, ist meine Wahrhaftigkeit, mein Sein. Das erinnert so ein bisschen an Tai Chi oder andere Yoga-Geschichten. Was sagst du dazu in deiner Arbeit? Das ist im Endeffekt beim Tai Chi oder bei den anderen ist es so, da geht es auch um die Findung, sich selbst, aber mehr um die Energieverschiebungen. Mhm. Was wir jetzt machen, der Unterschied ist, dass wir wirklich die Wahrnehmung von uns selbst machen, dass wir uns bewusst machen, dass wir wirklich in unserem eigenen Bewusstsein uns spüren. Also das Wichtige bei dieser Übung ist dann eine veränderte Ausgangslage, sage ich mal, vom Kopf her oder vom Bewusstwerden her, zu sagen, ich will nicht eine Energie verschieben, richtig, sondern ich möchte mit dieser Bewegung mein Feld, was über meinen physischen Körper hinausgeht, definieren oder wahrnehmen, fühlen. Fühlen und sich selbst wieder dadurch erkennen. Mhm. Sagst du dann, dass es per se so ist, dass die Armlänge, ich mache das jetzt mal so als so ein bisschen Trockenschwimmen hier, ne? Sagst du dann, dass die Armlänge der Raum ist, mein Feld, oder gehst du darüber hinaus? Die Armlänge ist eigentlich immer der aktuelle, aktivste Bereich, weil das heißt, in dem Bereich sind wir noch in der komplett physischen Energie. Alles, was dann über diesen Raum hinaus ist, die physisch-geistige Energie. Das heißt, da werden wir erstmal mehr geistig als physisch. Aber hier in dem Raum spüren wir noch die physische Energie sehr stark. Mhm. Was aber auch heißt, das, was wir nicht sehen, ist unsere physische Energie von uns selbst. Mhm. Also alles, was ich jetzt in einem Radius, wenn ich mich jetzt drehen würde, auch so um mich herum in diesem Radius habe, gehört einfach noch zu meiner physischen Realität. Genau. Das heißt, wenn wir das jetzt wahrnehmen, können wir natürlich uns bewusst machen, alles, was wir hier sind, ist natürlich auch unser Zentrum, weil der Körper ja die physische Realität dann manifestiert, sichtbar ist. Und dieses Zentrum ist dann natürlich unser Hauptenergiefeld. Und dieses Hauptenergiefeld können wir noch verstärken, wenn wir dann anfangen, den Namen auszusprechen. Wenn ich sage zum Beispiel Roman und mich selbst wahrnehme, dann spüre ich, dass ich in meinem Feld bin und in meinem Bewusstsein. Zu den Namen hätte ich gleich eine Frage. Jetzt mag nicht jeder vielleicht seinen Namen, den er trägt. Oder es gibt Nicknames, also Spitznamen, die gegeben wurden. Wie wichtig ist der Name? Was hat der Name für eine Frequenz oder energetische Bedeutung aus deiner Sicht? Also Namen sind mega wichtig, weil sie, wir als Erschaffer, uns eine Grundfrequenz geben, wo wir uns selbst wieder im Link finden können, aber auch wo uns andere natürlich wahrnehmen können und die Präsenz unserer Schwingungsfrequenzen, die wir anbieten, für sie dann annehmen können. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Namen für mich ausspreche, spüre ich meine tiefste Mitte, meinen eigenen Raum. Wenn ich den Link an jemand anders gebe, wird der die Frequenzen spüren, was für ihn richtig ist. Also ist es wichtig, seinen Namen zu mögen? Genau, also den hat man ja auch selbst erschaffen. Und wenn man sich mal wirklich auf seinen Namen einlässt, ohne die Erwartungen und Aspekte, die man sich aufgebaut hat auf den Namen von der Außenwelt, wird man plötzlich merken, wow, ich bin wirklich diese Person, dieser Mensch. Dieser Mensch, genau. Okay, also Übung, Erweiterung ist, den Namen auszusprechen und dann sich wahrzunehmen. Funktioniert, also ja, da gehe ich mit. Was ist jetzt, wenn wir genau so, wie wir hier miteinander stehen, jetzt sind wir ja, wir berühren uns ja physisch, ohne dass wir uns jetzt optisch, es sei denn, wir machen so. Aber aus der Perspektive wären wir ja jetzt schon in einer physischen Berührung. Wären wir rein theoretisch, wenn man es als Nicht-Frequenzbereich sagen würde, aber wir sind ja unterschiedliche Frequenzen, also können wir unsere physischen Ebenen nie sich verschwimmen oder ineinander sich treffen. Das Einzige, was sich treffen kann, ist diese physische Realität, die wir ja optisch haben, um uns zu spüren. Die kann sich treffen, aber alles andere ist wirklich in seinem Raum.
heißt für mich, also ich gehe jetzt mal in der Stadt spazieren und habe ja dann, auch wenn ich so laufe, eigentlich ja meinen physischen Raum, meine Ausdehnung. Ich meine, wir wissen, viele wissen schon um Aura und dass man Aura ausdehnen kann. Trotzdem wollte ich mich heute mal gerne auf dieses Spiel mit dir einlassen. Bedeutet also, ich gehe spazieren durch die Stadt, meine Arme sind unten, ich weiß, dass mein Raum größer ist und es wird eng und ich streife hier und da und dort andere Menschen. Dann heißt das was für mich und mein Energiefeld? Für dein Energiefeld erstmal gar nichts. Wenn du dessen bewusst bist, dass dein Radius so groß ist, könntest du dich in eine ganz enge Masse an Menschen sitzen oder stellen und du würdest immer genau diesen Raum haben, weil keiner diesen Raum betreten kann. Mhm. Selbst wenn man jetzt auf einem Konzert wäre und man würde Körper an Körper stehen und man sich bewusst macht, dass man in diesem Raum ist, hat man kein enges Gefühl, weil man absolut in der Weite ist. Ganz schöne Information, finde ich, weil damit könnte ich ja auch mir einen Schutzraum erschaffen, genau. Wenn ich die Bewusstheit habe, dass mir dieser Raum eben mein Raum ist, könnte ich mir einen Schutz erstellen und sagen, hier und da und dort kann mir nichts widerfahren. Richtig, da kann gar nichts passieren, weil ich ja dann im vollen Bewusstsein meines Seins bin. Und wenn ich dann noch den Namen benutze, habe ich die Schwingungsfrequenzen genau in der physischen, echten, wahrhaftigen Realität in diesem Rahmen und habe dann eine Sicherheit von Energie für mich selbst. Super. Kommen wir aber zurück aus der Stadt an die Thaya. Wie geht's jetzt weiter? Hast du noch eine Übung für mich? Genau. Also wenn wir jetzt zum Beispiel das mit dem Namen gemacht haben, dann sind wir ja sehr zentriert und sehr wahrhaftig. Und wenn wir dann jetzt nochmal die Übung machen, dass wir unser Bewusstsein, also unsere physische Intelligenz noch mit reinnehmen, und da ist ja der Darm sehr wichtig, in der Form, weil er ja wirklich von der Energie her sehr wahrhaftig auch die Kommunikation ist. Und wir dann spüren, wenn wir hier so sind und unseren Namen aussprechen, wenn wir merken, dass wir dann plötzlich unsere Intelligenz im ganzen Körper wahrnehmen und plötzlich spüren, dass der ganze Körper im Endeffekt ein Gehirn ist, wenn man es jetzt mal so in Worten, menschlichen Worten sagen will. Das heißt, der ganze Körper denkt und ist ein Impuls. Jetzt haben wir viel gesprochen zwischendurch. Für die Zuschauer also als Tipp, dass diese Übung, diese Wahrnehmungsübung im Außen, dann das Fühlen der Füße, Rücken, Po, dann diese Übung gleitend übergehen zu lassen natürlich, damit man auch in dem Bewusstsein, in dem Augenblick präsent ist und nicht abgelenkt ist durch die Ausflüge, die wir hier gemacht haben. Ja? Richtig. Also die Energie halten. Den Namen aussprechen. Den Namen. Man kann den laut oder leise. Und einfach wahrnehmen, auch den Unterschied. Auch noch vielleicht als Information, du hast den Darm gerade nur ganz kurz angesprochen, aus therapeutischer Sicht. Und ich glaube auch, viele Ärzte sprechen ja schon darüber, wie wichtig das Thema eben ist. Zweites Hirn, sagt man ja auch so gerne. Also darum nochmal, nicht nur am Rande erwähnt, sondern die Energie hier zu lenken, hat eben auch mit dem sogenannten zweiten Hirn zu tun. Genau. Ja? Und das Spannende ist, das ist ja das Gehirn, das am längsten der physischen Realität sichtbar ist, der ganze Darm. Das ist auch, wenn man jetzt den Körper verlässt, das Letzte, was sich abschaltet. Das heißt, was heißt es für uns im Energetischen? Es ist der Wächter im physischen Realitätsprinzip und gibt uns das Signal, welche Frequenz wir brauchen. Und wenn wir da in der Position sind, ist diese Energie immer in der Kontrolle, dass wir wirklich unser Optimum an Energie haben. Würde ich jetzt also mich heute schlapp fühlen, dann wäre was eine tolle Übung auch noch dazu, zum Auftanken? Da gibt es dann auch nochmal dazu, also einmal die natürlich, aber was auch gut ist, wenn man dann sich bewusst macht, dass man den ganzen Körper wahrnimmt, einfach nur in der Wahrnehmung, ohne Bewegung und spürt, dass man nichts tun muss, außer sein und wirklich spürt, dass die Zellen immer in Bewegung sind und immer in voller Energie. Weil die Zellen können keine Schlappheit haben, die sind ja immer voll in der Kraft und in der Bewusstsein der Bewegung. Was ich jetzt noch kurz zu der Aura sagen wollte, das ist in der Spiritualität sehr viel
gut darüber gesprochen. Wenn man mal aus der Schaffer-Perspektive gibt, gibt es keine Aura, sondern nur die Energiefelder des Bewusstseinszustands. Mhm. Das heißt, der Körper hat ja unendlich kleine Bewusstseinsteilchen und jedes Teilchen sendet ein Bewusstseinssignal aus. Und umso stärker sie senden, umso größer wird mein Radius und umso mehr Energie haben wir. Mhm. Und wenn man sagt, es gibt Energie von den Körperorganen, umso größer man jetzt, wenn man auf die Ebene der Chakren geht, umso größer dieses Radius ist, umso weniger ist man zentriert. Umso kleiner die Chakren sind, umso klarer ist man in der Mitte und umso klarer ist man Bewusstsein bei sich selbst. Mhm. Es werden einige sagen, es ist ganz konträr, als was wir gelernt haben. Ja, aber du bist ja bekannt dafür, dass du mal mit einer konträren Perspektive kommst. Und ich glaube, es geht mehr denn je darum, auch andere Meinungen, Ideen, Konzepte, Impulse gelten zu lassen und für sich einfach nachzuspüren, ob man da mitgehen kann. Um nichts mehr geht es hier bei uns. Genau. Und wenn man das mal sich bewusst macht, dass wenn man ein kleines Chakra hat oder die Organe geben ja nur Signale nach außen, ohne dass man es zentriert an einem Punkt, sondern einfach mal wahrnimmt, dass der ganze Körper permanent im Innen und im Außen kommuniziert. Mhm. Und wenn man die physische Ebene, die hier, genau dieses Radius nimmt, ist dort die höchste Kommunikation. Das heißt, jedes Organ gibt sein Wissen dort raus, dass die Kommunikation funktioniert, egal in welche Richtung. Und wenn das Zentrum aktiv ist, ist die Energie wirklich wahrhaftig da. Mhm. Dadurch würde man sagen, in der Chakrensprache, die Chakren sind klein, weil das Zentrum mehr aktiv ist. Mhm. Sobald es nicht mehr ist, ist die Energie draußen und die Organe versuchen im Außen zu kommunizieren, weil sie das Zentrum nicht mehr finden und versuchen, die letzte Kommunikation aufrechtzuerhalten, um überhaupt miteinander zu kommunizieren. Also noch einmal wichtiger denn je, wirklich sein Sein als diesen physischen Zentralpunkt wahrzunehmen. Ja? Genau. Und das, was als Radius kommt, ja, das ist dann schon, die Mitte ist hier und das ist dann ein Wirkungsfeld, würde genau. ich mal sagen. So kann man, mega gut, ja, genau, so kann man es sagen, richtiges Wirkungsfeld. Ja, ich versuche dich ja immer mal zu übersetzen und auch natürlich mir selber dabei, es verständlich zu machen. Hoffentlich den Zuschauern entsprechend auch. Okay, aber jetzt nochmal, wenn wir schon bei dem Wirkungsfeld und dem Radius sind, jetzt können wir ja auch Energie schicken. Genau. Viel weiter, als wir überhaupt hier schauen könnten. Richtig. Und auch, wenn wir jetzt sagen, unsere Zuschauer sind mit uns jetzt vernetzt. Genau. Sie schauen uns zu, sie haben sich energetisch eingelassen. Könnten wir auch gemeinsam Energie hin und her schicken? Was sagst du dazu? Oder wie ist das aus deiner Perspektive? Also wir können Energie hin und her schicken, weil wir ja in einem zeitlosen Raum dann sind, wenn wir Energie schicken. Wir könnten sie sogar empfangen von den Zuschauern dann. Aber das machen wir jetzt mal erst nicht. Wir werden erst mal senden, um einfach, dass jeder mal wahrnimmt, was er in diesem zeitlosen Raum, egal wann er das dann anguckt, wahrnehmen kann. Weil die Energie in dem Augenblick, wo wir senden, im Zeitlosen ist. Das heißt, es gibt keine Vergangenheit, keine Zukunft und keine Gegenwart. Mhm. Und wenn wir jetzt mal die Energie senden, was heißt das für uns im Senden? Wir geben energetisch einfach die Energie frei, in der Form, dass wir sagen, wir senden zum Beispiel jetzt Reichtum. Was ist Reichtum? Reichtum ist dann energetisch gesehen, dass wir uns bewusst werden, dass wir der absolute Reichtum schon sind und dadurch natürlich magnetisch für Reichtum anziehend sind. Reichtum heißt nicht unbedingt das Konto voll? Nein, das heißt, alles, was für uns Reichtum für unsere physische Ebene ist, ziehen wir in dem Augenblick an, weil wir ein Reichtum, gesunder Körper. Genau. Ein tolles Miteinander. Alles, was für einen selber... Mhm. Genau, und jetzt machen wir das ja gerade, wir senden es ja gerade. Mhm. Das heißt, jeder kann sich jetzt darauf einlassen und wir sagen mal kurz nichts. Also mir gefällt das gerade gut. Ich könnte noch so ewig stehen. Das fühlt sich gerade echt ganz schön an. Aber ich glaube, dann denken die Zuschauer, was ist mit denen los? Ja. Machen wir an der Stelle weiter. Also, wir haben jetzt Reichtum gesendet. Und die Zuschauer können wirklich nachspüren. Das heißt, ich kann also meine Kontaktaufnahmen auch ja, über physische Grenzen hinaus
machen und kann bewusst Energien schicken und lenken und leiten. Genau. Und das Schöne ist, wir machen ja ein freies Angebot dabei. Das heißt, jeder, der das Angebot annimmt, nimmt es aus seiner Freiheit zu seinem Bewusstsein auf und ist dadurch nicht abhängig von unserem, was wir als Reichtum haben, sondern ist komplett in seinem Reichtum, wenn man jetzt das Reichtum, was wir gesendet haben, nimmt und erfährt seinen eigenen Reichtum und kann dann in den nächsten Tagen wahrnehmen, was er empfangen hat. Das gefällt mir ganz gut. Da war noch was mit Quantenfeldern oder vielmehr, du hast gesagt, dass unsere Organe, alles hat Frequenzen, alles hat Schwingung und alles sind wie kleine Quantenfelder. Genau. Und alles ist in Perfektion, sagst du immer. Richtig. Und wenn wir jetzt mal uns auf das Quantenfeld einlassen, ist es so, wie bei den Übungen, wo wir vorhin gemacht haben, wir können einfach mal wahrnehmen, wenn wir uns in das Bewusstsein einstellen, dass der Körper, jede einzelne Zelle, jedes einzelne Bewusstseinszeichen ein Quantenfeld ist, dass wir dann einfach mal wahrnehmen, wie es sich anfühlt. Und das Quantenfeld heißt, dass wir in dem Augenblick jede Zelle sich selbst betrachtet und wir uns in dem Augenblick als Ganzes betrachten. Und dann landen wir in unserem absoluten Raum, der wir selbst sind. Also Wahrnehmung meines physischen Körpers. Auch die einzelnen, ich sag jetzt mal Arm, Bein, Füße, versuchen Organe wahrzunehmen, auch als Felder. Können wir auch. Mhm. Und dann aber das als Ganzes dann und sagen, okay, ich bin hier als Ganzes, der ganze Körper. Und das ist mein absolutes mehr Raum, der dann natürlich das ganze Quantenfeld ist. Und das ist dann, wie du immer so schön sagst, die volle Perfektion, so wie es ist. Genau. Wir sind dann in unserer absoluten Perfektion und in unserem wahrhaftigen Raum, der physisch real ist, und sind dadurch komplett autark in unserem Zentrum. Und wenn es jetzt Menschen gibt, die sagen, ah, mir gefällt aber an mir dies nicht oder das nicht, und da kommen wir dann auch gleich noch zu mir. Das hätte ich gerne anders. Das heißt, die sind dann ja mit ihrer Perfektion so vielleicht nicht zufrieden oder haben körperliche Gebrechen, ne? Sitzen vielleicht sogar im Rollstuhl, gebrochenen Arm gerade oder, was es alles so gibt. Was ist dann die Perfektion? Das ist ja eine Krankheit. Krankheit ist eine Perfektion, die wir nur in der Menschlichkeit ausüben können. Weil wir nur in der Menschlichkeit überhaupt Krankheit erleben können. Was ist Krankheit? Ist eine Kreativität, in unserer Perfektion eine Unperfektion zu erschaffen, die ja wieder perfekt ist. Und wenn wir das bewusst machen, dass eine Unperfektion eine absolute Perfektion von uns selbst ist, die wir erschaffen, um in der Realität mal was anderes auszuleben als nur Gesundheit. Und das ist ja auch eine Gesundheit, in der Form nur der Mensch, der dann mit Angeboten ausgestattet ist, nimmt es als Krankheit wahr. Wenn wir aber sagen, okay, ich will jetzt mich verändern, kann ich natürlich in meinem Quantenfeld reingehen und sagen, okay, was ist für mich jetzt eine neue Perfektion? Was nehme ich jetzt für mich an? Und in dem Augenblick sage ich, okay, was möchte ich als neue Perfektion? Jetzt nehme ich das alles, was ist, egal, ob ich welche Krankheit ich habe, egal in welchem Zustand ich bin. Sage ich, das ist jetzt meine aktuelle Perfektion, die habe ich mir so erschaffen. Und jetzt erschaffe ich mir eine neue. Was möchte ich denn für mich, aber wirklich persönlich für sich selber, nicht für die Außenwelt, haben, was für mich Perfektion ist. Also annehmen, was ist, ist Schritt 1 und ist erstmal der Schlüssel auch. Und dann Bewusstseinsarbeit, um sich eine neue Perfektion zu schaffen. Genau. Was nicht außer Acht lässt, dass man sich medizinische oder alternativmedizinische Unterstützung holen kann. Das ist ja immer die Frage, nach welches Angebot nehme ich dazu an. Richtig. Aber das Wichtigste bleibt am Ende schon, sich so zu lieben und anzunehmen und als Perfektion, wie man ist. Genau. Weil man nur daraus voll agieren kann. Genau. Und absolut, wenn ich dann in dieser Perfektion bin, erst dann kann ich eine neue Perfektion entwickeln, was ich dann wieder als neue Perfektion nehme. Und ich habe heute nämlich einen großen Schritt für mich gewagt. Der Roman hat mich gebeten, mal kein Make-up aufzutragen, was ich sonst für Filmarbeiten gerne mache. Privat trage ich das sowieso nicht, weil ich gesegnet bin mit Vitiligo, auch Weißfleckenkrankheit genannt, aber Krankheit klingt schon so blöd. Es ist meine Perfektion und das war jetzt meine Übung für mich, genau mich so zu zeigen, wie ich bin. Also vielen Dank dir. Und ein Lächeln für meine Zuschauer.
Herzlich willkommen bei Sam, Soul and Mind. Herzlich willkommen, Chris. Warum mache ich Christian? So, nochmal. Kann ich einfach? Ey, irgendwas will uns das sagen, das sage ich dir aber. Ah, ich finde es gerade lustig. Herzlich willkommen. Du grinst. Wo soll ich denn, wo soll ich eigentlich hingucken? Als erstes in die Kamera oder zu Sam? Das wird ein Making-of. Wo soll ich eigentlich hingucken? Ey, ich krieg einen Lachflash. Kann man jetzt bitte?